eingeschaltet haben. Ja. Ich bin Sven. Ich bin Steven. Und da oben ist, wollen wir sagen? Ja. Wir haben tatsächlich einen Namen schon. Da oben ist Kermit. Und warum Kermit? Meine Frau sagt, er ist grün. Er springt die ganze Zeit durch die Gegend wie ein Frosch. Also soll er Kermit heißen. Und wenn es später ein Weibchen ist, dann heißt sie Kermitine. Nein, Kermeline. Kermeline, genau. Ja, die erste Woche ist schon um. Tatsächlich ist er schon eine Woche bei uns. Ja, er tut sich prächtig. Er hat keine Angst vor irgendwas. Man kann ihn mit der Pinzette füttern. Man kann ihn sogar wie vorhin. Was war da passiert? Da hat Papa nämlich eine Babymaus mit der Hand hingehalten und er ist so drauf losgesprungen, hat die ihm aus der Hand genommen aus der Hand gerissen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, er hat überhaupt keine Angst, das ist total klasse. Schade ist, was wir bis jetzt noch nicht geschafft haben, hier ist alles drin. Heimchen, Zoroas, Schaben, Fische. Er nimmt leider überhaupt nichts, er ignoriert das total. Ich habe es schon probiert. Aber er muss ja auch irgendwie ein bisschen Gewicht zulegen. Somit hat er bis jetzt nur Babymäuse bekommen. Ja, wir hoffen, dass sich das irgendwie ändert, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber jetzt muss er erstmal ein bisschen Gewicht zulegen. Ja, aber was war in der ersten Woche passiert? Die ersten drei Tage hat er uns völlig auf Trab gehalten. Das ist der kleine Ausbrecher. Genau, wir nennen ihn den kleinen Ausbrecher. Und warum? Warum der kleine Ausbrecher? Zeigen wir euch hier in dem Video. Even hat dazu schon ein Video gemacht. Ganz alleine. Genau. Und sogar ein Startvideo habe ich selber gemacht. Auch ein Video erstellt. Also, das war spektakulär. Der hat uns wirklich auf Trab gehalten. Aber alles Weitere seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß damit. Los. Ciao, ciao. Ja, der erste Fluchtversuch, oder was heißt Fluchtversuch? Das war der spektakulärste. Tatsächlich, wir haben vielleicht mal eine halbe Stunde nicht hingeguckt und auf einmal war er komplett weg. Überall. Wir haben gedacht, er hat es geschafft, hier rüber zu kommen. Wir haben alles durchsucht. Er war weg. Die Panik war wirklich groß. Wir wollen alles erzählen, wie es wirklich war. Und so war es. Das war gleich am zweiten Tag. Er war tatsächlich weg. Wir haben ihm Versteck gesucht, wir haben ihm Wasser gesucht, wir haben alles versucht. Und wenn ihr euch erinnert, hatten wir Hängepflanzen. Hatte ich mit einem relativ dünnen Draht von oben abgehängt. Hatte aber schon Plastikplatten oben vorgemacht, so in weiser Voraussicht, dass wenn er das irgendwie mal krabbeln könnte, dass er da hochkommt. Aber er war weg. Er muss es irgendwie geschafft haben und wir haben alles durchsucht. Ich habe mir überlegt, was kann passiert sein, egal wo, wohinter. Die Panik war wirklich groß und dann durch Zufall komme ich vielleicht auf den Gedanken, ihr kennt ja, hier oben ist meine Lüftungszufuhr. Die habe ich aber offen gehabt. Und durch eine Eingebung, ich weiß nicht warum, habe ich gesagt, ihr kennt ja hier oben drauf auf meinem Terrarium, ich gehe da mal oben hoch, ist meine Elektroinstallation in diesem Kabelkanal. Und durch irgendeine Eingebung habe ich gedacht, ich gucke mal unter diesen Deckel und Kermit saß auf den warmen Vorschaltgeräten hier in der Ecke, hat mich angeguckt und ich konnte ihn gerade noch so schnappen. Wie gesagt, ich konnte ihn gerade noch so hier schnappen. Er hat sich auch ganz einfach hochnehmen lassen. Dafür ist er echt zu friedlich. Die Freude war groß. Aber im Nachhinein wollen wir uns gar nicht ausmalen, was hätte passieren können. Der hätte hier oben drin vertrocknen können. Der wäre hier hintergefallen. Wir wollen uns überhaupt nicht ausmalen, was hätte passieren können. Ja, und warum? Ja, klar, nicht dran gedacht, dass wir so ein kleines Tier und dass es so ein Ausbruchskünstler ist, dass der schafft durch die Belüftung, wie auch immer durch das Rohr, auf dem glatten Rohr um die Kurve und dann oben durch den Lüfter. Na gut, jetzt haben wir eine Gage vorgemacht und haben ihn weiter beobachtet. So, aber das soll ja nicht alles gewesen sein. Ivi, was war passiert? Auf einmal wieder nicht hingeguckt. Wo haben wir ihn wiedergefunden? Hier an der Seite und er hängt an dieser Korkröhre dran. Auf einmal finden wir ihn auf der rechten Seite wieder. Hier, da wo er gar nicht hin soll. Aber wie soll er das geschafft haben? Hier ist eine Glastrennwand, kennt ihr? So, eine Glastrennwand. Was haben wir gedacht? Wie hätte er das machen können? Keine Ahnung. Wir haben ihn beobachtet. Er hat immer hier in dieser Ecke rumgeturnt. Und auf einmal finden wir ihn, wie er es schafft, mit zwei Krallen genau in dem hier. Schiebemoment, in diesen beiden Scheiben, sich zwischenzukeilen, Schwanz hier zwischen und hat es geschafft, bis hier oben hochzukommen.
Und da habe ich gedacht, okay, dann habe ich hier ein Kunststoffding geknickt. Das hat ihn gar nicht interessiert, da drückt er seinen Kopf durch. Also, was war hinterher die Lösung? Ich habe quasi verhindert, dass beide Schiebetüren sich in der Mitte treffen. Und zwar wie? Hier erstmal provisorisch eine Kunststoffplatte vorgemacht, so damit die Scheiben sich nicht genau in der Mitte treffen, sondern die andere Scheibe endet hier. Und somit hat er jetzt keine Chance mehr, seine Beine irgendwie zwischenzupacken. Wir haben ihn jetzt ja 3 Tage beobachtet, der Versuch ist immer noch da, aber jetzt scheint es wirklich abgeflaut zu sein, seine Fluchtversuche. Er Da oben schläft. ist er. Ja, das war spektakulär. Das waren 3 echt anstrengende Tage. Hätte ich nicht gedacht. Ich kenne es nur damals von Steppenwaran und so weiter. Das waren zwar, ja, sollen auch Ausbruchskünstler gewesen sein, aber viel träger. Dieser kleine Flummi hier. Ja. Und jetzt springt er fröhlich über von seinem Haus gegen die Genau, er Scheibe. springt, wenn er uns sieht, kommt er sofort an. Der springt von links nach rechts. Der würde am liebsten noch auf die Klamotten springen, aber dann ist er auch sofort weg. Er will dann immer gleich raus. Ja, aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier vielleicht mal den einen oder anderen Timelapse oder ihn mal gefilmt. Er tut sich echt gut. Nur das Fressen müssen wir noch verbessern und drückt die Daumen, dass er hier nicht mehr abhauen kann. Ne? Und ich habe auch ein paar Videos ganz alleine gemacht. Genau, Ivan hat auch ein paar Videos ganz alleine gemacht. Wenn euch das Ganze gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, ein Like. Wie gesagt, wir haben jetzt 504 Abonnenten. Wir würden gerne die magische Grenze von 1000 schaffen. Das wäre der Hammer. Es kostet nichts. Ihr habt dann immer die neuesten Videos. Euch kostet es, wie gesagt, nichts. Wenn euch das gefällt, denkt dran, drückt aufs Abonnieren. So, jetzt viel Spaß beim Video und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss, Tschüss! tschüss. Hallo Graptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist ein sehr spontaner Umbau, denn dieser kleine Racker bringt uns zu Rizeln. Guckt mal, was wir hier schon umgebaut haben. Aber der kommt trotzdem noch auf diese Seite rüber. So, jetzt zeige ich euch nochmal genau, was wir hier umgebaut haben. Wir haben einmal hier Papierblätter hingeklebt, dass falls er hier hochklettert, dass er hier abgebremst wird und wieder runterklettert. Dann haben wir einmal hier eine Mülltüte hingeklebt, so dass er das nicht sieht, was auf der anderen Seite ist und dass er dann nicht mehr hin, also auf die andere Seite will. Tja, und hier haben wir den Kleinen auf frischer Tat ertappt. Ja, kann man mal sehen, wie gut die klettern können. Irgendwie kriegen da so ein bisschen Haftung. Schwanz zwischen die Scheiben da und schon war er da oben. Spektakulär mit anzusehen. Aber so hat er sich auch verraten.